Ja, Shegi, 1-0 Sieg gegen den Tabellenführer hat man vielleicht vor dem Spiel auch nicht so erwartet, aber ich glaube nach 90 Minuten durchaus verdient, oder? Ja, ich denke, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, hat gesehen, dass die Mannschaft unbedingt das Spiel gewinnen wollte. Wir haben 90 Minuten gefightet, haben fast nichts zugelassen gegen den Tabellenführer und deswegen auch 2-3 gute Chancen rausgespielt. Deswegen denke ich auch, dass es nicht ganz unverdient war. So kadersituationsmäßig läuft er ja so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was Verletzte angeht. Und trotzdem, ihr habt heute über 90 Minuten gefightet. War das auch dem Spiel geschuldet, dass man einfach gemerkt hat, heute kämpft jeder für jeden? Ja, natürlich. Wir versuchen jede Woche 90 Minuten Vollgas zu geben. Die Verletzten-Misere kann man leider nicht verändern, haben andere Mannschaften auch. Wir müssen einfach das Beste draus machen. Wir versuchen immer, die besten Elf spielen zu lassen. Und ich denke, hat es heute auch ganz gut geklappt. Das glaube ich auch. 1-0 gegen Tabellenführer kann sich sehen lassen. Danke dir, Stegi. Bitte. Ja. Ja, Sali, 1-0, ohne Gegentor geblieben, 3 Punkte gegen Tabellenführer. Besser kann der Abend nicht laufen, oder? Ja, kann man so stehen lassen. Gute Analyse. Ja, ich weiß, fußballerischer Sachverstand. Natürlich, Schiege hat schon gesagt, wir haben wenig zugelassen, aber so 1-2 Dinger hatte Steinbach ja schon. Was war so von hinten so dein Eindruck vom Spiel? Kann das nochmal brenzlig werden? Weil von außen haben wir das eigentlich bombig verteidigt. Ja, das ist super, wie wir verteidigt haben komplett, das war, darf ich das sagen, heute ist mir einer abgegangen, Das war Weltklasse. Wir haben gefeiert, wenn wir den Ball gewonnen haben, wir haben geile Zweikämpfe geführt, der Platte hinten an der Eckfahne abgefeiert, Scholle abgefeiert, die Aktionen, die sind einfach Weltklasse, die sind geil, die machen mir Spaß zuzugucken, das ist fast so schön, wie wenn man Tor schießt. Eigentlich würde ich dich jetzt noch 2-3 Sachen fragen, aber irgendwie, ich glaube, das können wir so stehen lassen, weil ich glaube, das haben wir heute alle im Stadion gemerkt. Danke dir, Sali, und ich glaube, so kann es weitergehen. Jawohl. Ja, Timo, Glückwunsch zum Sieg gegen den Tabellenführer. Ich glaube, man hat heute über 90 Minuten gesehen, dass die Mannschaft, dass jeder Einzelne auf dem Platz, aber auch neben dem Platz den Sieg gewollt hat. Bist wahrscheinlich auch voll des Lobes für dein Team, oder? Ja, es gibt nichts zu bemängeln, außer dass wir vielleicht, klar, es gibt immer wieder was, aber heute sage ich nichts Negatives, weil es einfach vielleicht 1-2 Dinge gab, aber das besprechen wir mit der Mannschaft nochmal, vielleicht vorne, dass wir den Ball ein bisschen besser klemmen konnten. Das haben wir nicht gut gemacht, aber trotzdem, wir sind sehr stolz auf die Mannschaft, weil sie einfach heute, glaube ich, über 90 Minuten plus X, also 94 Minuten, alles reingehauen hat, was in ihrem Körper steckt. Und das war, glaube ich, für die Zuschauer ein tolles Spiel. Es geht am Mittwoch jetzt schon wieder weiter gegen Groß Asbach. Trotzdem seid ihr auch heute nach der englischen Woche über 90 Minuten gegangen. Ja, wie beurteilst du da den Stand der Mannschaft? Also es ist ja Wahnsinn, was sie vor allem auch läuferisch leisten. Ja, das ist so, dass man hat ja eine gewisse Vorbereitung, wo man gut arbeiten muss. Das haben wir gemacht, obwohl wir 1-2 negative Sachen hatten, auch mit diesem Corona-Fall damals. Aber trotzdem ist es so, dass du nach dem Spiel gut regenerieren musst und dann musst du halt ja, in den Trainingseinheiten vor dem Spiel halt trotzdem noch was machen, aber du darfst nicht überpacen. Deswegen ist die Trainingssteuerung, die Belastungssteuerung enorm wichtig in dieser Phase und ich glaube, das machen wir ganz gut und die Jungs können 90 Minuten Gas geben. Dass ihr das richtig macht, hat man, glaube ich, heute gesehen. Danke dir, Timo. Glückwunsch zum Erfolg. Wir sehen uns kommende Woche. Dankeschön.